Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute diesen Relax-Sessel in außergewöhnlicher Farbe von Himola mit seinen Vor- und Nachteilen. 7626 Relax-Sessel elektrisch Medium mit Aufstehhilfe in eben diesem Leder Soft Longlife Rosé. Nun, der Sessel ist drehbar, das können viele Sessel. Der Sessel ist sehr bequem, finde ich, und der Sessel hat eine Fernbedienung hier, und zwar die beste Taste ist diese hier, die zeige ich Ihnen aber erst am Schluss. Diese Taste führt dazu, dass der Sessel jetzt feststeht, Sie können ihn nicht mehr drehen, und der Sessel fährt hoch und Ihnen wird ganz mulmig. Nein, Sie können dann ganz leicht aufstehen. Also eine Aufstehhilfe für Leute, die Probleme haben in den Knien, in der Hüfte oder einfach schon etwas älter sind. So weit geht er und dann ist es ganz einfach, sich abzudrücken und aufzustehen. Entschuldigung. Also das ist schon mal eine gute Sache, wenn man das braucht, weil das hilft einem schon sehr im Alltag. Wenn er dann wieder in Ausgangsposition ist, ist er jetzt gleich, dann können Sie ihn auch wieder drehen. Dann hat er natürlich hier die elektrische Verstellung des Fußteils. Jetzt geht es erstmal rein, es war nämlich gar nicht ganz drin. Oder es geht raus. Ich bin mal gespannt, wie lang die Auflage ist. Hier gibt es nämlich unterschiedliche Meinungen. Also es ist eine eher kurze Auflage und der Rücken geht nach hinten. Ja, doch, die Auflage geht so weit, wie sie eigentlich muss. Hier oben ist noch eine manuelle Kopfverstellung. Oh, das ist natürlich super. Was hier sehr gut ist, ist das Lendenwirbel, der Lendenbereich. Hier habe ich eine gute Unterstützung und dass die Armlehne durchgeht. Ich kann auch das Fußteil in der Mitte anhalten. Ich kann es weiter runter machen. Nur weiter hoch, wieso, geht es leider nicht. Ich hätte es vielleicht sogar noch gern etwas höher. Und weiter nach hinten komme ich auch nicht. Aber okay, und jetzt zu dieser Taste, wenn ich die drücke, dann geht alles wieder in die Ausgangsposition, außer der obere Rücken, den drücke ich nach hinten. Und ich brauche nicht drei Knöpfe drücken, sondern nur eine. Das finde ich ganz klasse, weil das andere ist eigentlich immer etwas beschwerlich. Nachteil, okay, die Farbe muss einem gefallen. Nachteil, dieser Sessel kostet über 3000 Euro. Weiterer Nachteil, was ist der Nachteil? Sie brauchen hier Strom, Sie können aber den Akku nachrüsten, wie Sie sehen. Den kann man kaufen extra. Himola ist der Relax-Sessel-Spezialist in Deutschland, deshalb verkaufe ich sehr gerne Himola Relax-Sessel. Ich finde auch die Form ganz gelungen und die Farbe passt zu vielen ruhigen Tönen. Grau, schwarz, weiß, da ist es dann der Eyecatcher, was ein solcher Relax-Sessel ja auch sein kann. Advertising bei profischnapp.de haben wir derzeit ein Stück, ein Messestück, glaube ich, jawohl, ein Messestück zum halben Preis. Profischnapp.de, geben Sie bei profischnapp.de auf der Seite oben rechts 7626 ein, dann kommt dieser Sessel. Sehr gerne würde ich Sie auch persönlich hier in Empfingen, 30 Minuten von Stuttgart an der Bodensee-Autobahn begrüßen. Jeden Freitag und Samstag haben wir offen und auch zu Ihrem Wunschtermin, wenn es passt. Profischnapp.de, Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt, ich freue mich auf Sie und tschüss.